Hallo und herzlich willkommen hier zur Enthüllung des geheimen Projekts. Ich möchte euch das heute vorstellen. Einige haben es schon mitbekommen. Wir haben ja nun mal in den letzten 2 Wochen dafür Spenden gesammelt und werden das heute hier vorstellen. Alle, die sich dafür interessieren, dem würde ich auch auf jeden Fall den Rat geben, guckt euch die Präsentation hier bis zum Ende an, denn das Projekt ist halt wirklich nichts, was man einfach mal so mit einem Fingerschnippen erklärt für euch. Ja, kommen wir zur Spendenaktion. Machen wir mal einen kleinen Rückblick darauf, denn die Spendenaktion war ja ein wirklich wahnsinniger Erfolg. Wir hatten eine Geldleiste von 1 bis 5.000 festgelegt zu Beginn, die aber überhaupt nichts mit dem Projekt an sich zu tun hatte, sondern einfach so eine Leiste sein sollte. Und wir sind damit gestartet am 3.2. um 16 Uhr und hatten diese erste Leiste tatsächlich schon am 5.2. um 0 Uhr, also in nicht einmal 32 Stunden voll. Ja, das war ein gigantischer Erfolg schon alleine und wir sind wirklich absolut geflasht noch über dieses Erreichen. Wir haben da niemals mit gerechnet. Deswegen war das halt auch einfach so in den blauen Dunst hinein angesetzt. Die Neuleiste, die jetzt übrigens bis 10.000 geht, wird das definitive Ende sein. Wir haben das nochmal ausgerechnet. Das sollte tatsächlich mit den Ausgaben, die wir haben für Belohnungen und Teile der Erfolge, also davon wird ja bezahlt, einmal das geheime Projekt, ganz klar. Dann ein Teil geht in Klassenguides, ein Teil geht in eine Smartphone und Web-App. Und wenn wir auf 10.000 tatsächlich kommen, geht ein Teil in Preise für eine Dragon Soul Challenge-artige Challenge zwischen zwei Gilden. Das hatten wir ja angekündigt, dass wir das dann versuchen wollen durchzusetzen. Das ist das Einzige, was davon übrigens bezahlt wird, für eure Transparenz nochmal. Ja, kleiner Fun-Fact übrigens, 2,60 Euro pro Minute haben wir in der Zeit angenommen, beziehungsweise 4 Cent pro Sekunde. Wahnsinnige Summe. Hat mich auf jeden Fall geflasht. Ich denke, in der Show hat man es auch gehört, in der mit dem Livestream und der Wespe. Da habe ich ja das Wort Wahnsinn ziemlich inflationär benutzt, weil ich einfach unglaublich fasziniert war. Ja, was sind die Ziele, die wir erreicht haben? Ein Spendenquiz, was jetzt in sehr naher Zukunft vermutlich am Donnerstag kommen wird. Ein Community-Event, für das uns übrigens noch Vorschläge fehlen. Also, falls ihr Vorschläge für ein Community-Event habt, könnt ihr die gerne in die Comments posten. Dann ein überarbeitetes neues Forum. Das wollen wir bringen, also ein überarbeitetes neues Forum auf WennEU ist ein großer Wunsch gewesen bei unserer letzten Umfrage, daher wollen wir das einfügen. Eine Registrierung auf WennEU, das ist sogar schon fast fertig. Nächsten Freitag soll hier der Release sein und da freue ich mich auch schon drauf, denn dann können wir auch Kommentare vielleicht endlich schnell bewerten. Kommentare bewerten soll halt die Funktion haben, dass wenn man mit einem Kommentar einfach unzufrieden ist, weil er ein Trollkommentar ist, und ganz viele Leute das auch sind, wird er halt ab einer bestimmten Menge einfach gesperrt, sodass er nicht mehr zu sehen ist, ähnlich wie das zum Beispiel auf YouTube ist. Eine Möglichkeit, News zu bewerten, werden wir auch einbringen. Genauso wie die Antwort auf bestimmte Kommentare setzen, sodass halt eine Antwort nicht irgendwie auf der letzten Seite steht, sondern halt direkt unter dem jeweils erzielten Kommentar. Eine Smartphone-App soll reinkommen, beziehungsweise eine Web-App, so, da müssen wir nochmal gucken, was wir machen. Und ein kleines Achievement-System ist auch drin. Ein Flatter-Button, Flatter, kurz zur Erklärung, das ist ein Button, mit dem ihr Leute speziell sponsoren könnt. Also wenn ihr euch da angemeldet habt bei Flatter, könnt ihr den Leuten quasi ein bisschen Geld schicken, die ihr halt gut findet. Und hier soll das halt vor allen Dingen für unsere Autoren gehen. Also ich bringe da immer gerne als Beispiel Elmo an. Elmo schreibt sehr geniale Texte. Elmo kriegt da zwar auch ein bisschen Geld für, aber das ist natürlich jetzt nicht so viel, wie er jetzt verdienen würde, wenn er das in ein professionelles Heft stecken würde, denke ich mal. Und daher wollen wir hier die Möglichkeit geben, den Leuten, dass ihr die konkret unterstützen könnt, wenn ihr das wollt. Ist halt einfach nur eine Sache, die ihr nutzen könnt, die halt irgendwo klein drin ist, ähnlich wie die Facebook- und Twitter-Button, die ihr aber nicht nutzen müsst, ja. Und richtet sich dann auch in diesem Fall speziell an unsere Autoren. Ja, ein Podcast-Player wird überarbeitet, falls ihr den Podcast über die News direkt hört. Der Game-Switcher soll reinkommen, also ein Wechsler zwischen den Spielen, so hört er sich jetzt ja an. Der soll, oder der macht ja Folgendes auf der Startseite, dass ihr dann halt auswählen könnt, ich möchte zum Beispiel nur WoW-News sehen und Diablo 3 News oder halt aber auch, wenn ihr Guild Wars 2 Fan seid, ich möchte gar keine WoW News sehen. Könnte ja auch sein. Das kann man mit diesem Game Switcher machen. Und natürlich allen voran das geheimnisvolle Projekt.
Wir haben die Ziele, wie schon erwähnt, ein bisschen erweitert. Wir sind ja im Moment bei einem Spendenstand von 6.522 Euro und auf 10.000 Euro würden noch 3.478 fehlen, damit ja, wir euch auch ein bisschen was liefern sozusagen. Wollen wir Folgendes noch einfügen: unter anderem eine Plan G-Folge, das ist eine Gaming-Show mit mir und M-Pox. Wir hatten davon als M-Pox das erste Mal bei VNNU war, bevor er gewechselt ist, war er ja bei uns und hat diese Gaming-Show mit mir zusammen zweimal moderiert. Die würden wir dann in eine dritte Folge entführen. Und je nachdem, wie erfolgreich das wird, natürlich dann auch weitermachen. Das wurde sich gewünscht. Falls ihr das möchtet, dann würden wir eben diese Geschichte machen, genauso wie ein verbessertes News- und Guide-Archiv oder aber eine automatische Benachrichtigung bei einem neuen Kommentar. Jetzt fragt ihr euch hier, hä, automatische Benachrichtigung bei einem, eine Autor-Benachrichtigung beim neuen Kommentar, was soll das sein? Das ist ganz einfach, und zwar bekommt der Autor einer News bzw. eines Guides dann eine E-Mail mit dem Hinweis, hey, hier ist ein neuer Kommentar, und das soll für euch den Vorteil bieten, dass selbst wenn ihr auf eine alte News antwortet, der Autor auch merkt, dass ihr da geantwortet habt. Im anderen Fall ist das momentan nämlich nicht so. Soll halt so ein Premium oder ein tolles neues Feature sein für euch, damit die Leute halt merken, hey, da ging ja was. Dann wollen wir eine noch Erweiterung zu dem kleinen Achievement-System, was wir jetzt schon haben, reinmachen. Ein Arena-Schlachtfeld oder Community-Speedrun-Turnier, also mit Leuten aus der Community, oder noch vielleicht ein VNNU-UI mit den Nisha-Leuten. Mit denen habe ich schon gesprochen, die würden das auf jeden Fall machen. Und genauso ein Speedrun-Event ist eventuell geplant, ähnlich wie das der gute Essien damals gemacht hat, wenn wir halt die maximale Summe erreichen sollten. Ja, alles über der maximalen Summe übrigens, falls da noch Sachen reinkommen, weil jemand Belohnungen sich sichern will, würde übrigens an eine wohltätige Organisation gehen. Hinweise zum Projekt haben wir bisher ja auch geliefert. Der erste Hinweis zum Beispiel war, es hat etwas mit WoW zu tun und anderen Games, aber nicht nur mit MMORPGs. Ja. Es hat nichts mit VNNU zu tun. Für das Projekt sind keine Redakteure oder Newsschreiber notwendig, wie zum Beispiel halt auf VNNU oder Git Gaming. Ihr könnt das Ganze mit einem Browser steuern, beziehungsweise auch über mobile Geräte. Ihr werdet euch aktiv an dem neuen Projekt beteiligen können. Der Aufwand, den wir insgesamt benötigen für dieses Projekt, ist größer als der Aufwand für VNNU, Git Gaming, also für unser ganzes Netzwerk, was wir bisher haben, zusammen. Dann wird das Projekt für alle Besucher kostenlos sein, ja, falls sich da einer schon gedacht hat, oh, vielleicht kostet das was. Und ich habe für den achten Hinweis einen Spruch aus Star Trek ein bisschen umgewandelt und adaptiert, den vielleicht The Big Bang Theory Freunde kennen könnten. Und zwar, das geheime Projekt kann mit der Hilfe von vielen die Probleme eines Einzelnen lösen. Oder mit der Hilfe eines Einzelnen das Problem von vielen. Sehr prosaisch, wie ich finde. Und der neunte, neueste Hinweis: Ihr werdet vielleicht alte Bekannte sehen. Tja. Zusätzlich haben wir euch noch einen verpixelten Screenshot geliefert. Das zeige ich euch auch gerne nochmal. Da ist er. Da ist der verpixelte Screenshot. Ich kriege irgendwie immer so, oh, keine Ahnung, vor den Augen, wenn ich mir den angucke. Wir können ihn auch nochmal größer machen. Ja, da ist er größer. Und ja, erkennen tut man eigentlich noch immer nichts, denke ich. Aber ihr seht den gleich auf. Gelöst. Also, wir werden ihn gleich auch noch sehen, wie er halt eigentlich gedacht ist. Nachdem wir diese Tipps und diese ganzen Screenshots etc. veröffentlicht haben, gab es sehr viele Leute, die eigene Ideen hatten, und die wollen wir uns doch nochmal anschauen. Also, ihr hattet zum Beispiel gesagt, ein VNNU-Browser-Game. Darauf würde es passen, das könnte es doch vielleicht sein. Das Ganze wäre allerdings natürlich mit dem vorsatzbehaftetes Pay-to-Win. Das wäre schon mal ein Nachteil daran, definitiv. Fehlende Kompetenzen und Ressourcen sehe ich da so ein bisschen auf unserer Seite, weil wir haben einfach noch nie so ein eigenes Spiel kreiert. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Und es hat auf jeden Fall so ein Browser-Game einen gewissen negativen Ruf in der Welt da draußen, wie ich finde. Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Ja, ein anderes sehr heißes Gerücht ist ja noch immer ein Frage- und Antwortsystem für Gamer. Also, dass Leute halt denken, dass wir ein System gebaut haben, mit dem ihr Fragen stellen könnt und Antworten bekommt. Auch hier habe ich ein paar
paar negative Aspekte dazu. Und zwar, wenn man jetzt die Sache sieht, ist es ja doch sehr allgemein. Und ich glaube nicht, dass man für so ein sehr allgemeines Projekt Leute wirklich an sich binden kann, die sich wirklich auskennen. Also das halte ich auch für sehr skeptisch oder dem stehe ich skeptisch gegenüber. Eine andere Geschichte war auf jeden Fall, dass ihr gesagt habt, das soziale Netzwerk für Gamer. Ein soziales Netzwerk für Gamer. Wir haben hier auch direkt mal Facebook als Ziel. Das ist ja für die meisten Leute klar. Simpler Klon von Facebook oder wie? Fände ich echt scheiße, wenn wir einen simplen Klon von Facebook machen und sagen, hey, ne, wir haben jetzt Facebook und ihr als Gamer könnt euch da anmelden. Ja, super Sache, sage ich euch. Super Sache. Ja, ich sag euch mal so, ein Freund von mir, der hat mir mal gesagt, dass es total sinnvoll wäre, wenn man tatsächlich auf der Suche nach einer neuen Sache ist, die Leute interessiert, zu gucken, was stört denn die Leute generell entweder an alten Sachen oder überhaupt insgesamt. Und das habe ich mir mal vorgenommen und habe mich gefragt, was stört mich denn eigentlich so? Wo wir jetzt gerade über Facebook gesprochen haben und soziale Netzwerke, fangen wir doch mal damit an und sagen, was würde mich denn stören an Facebook? Also erstmal stört mich, dass Leute teilweise blöde Reaktionen darauf bekommen, wenn sie irgendwas über Gaming und Spiele posten, oder? Also die bekommen dann, was weiß ich, L-Opfer, Noob jetzt nicht, aber ne, nimm mal ein Real Life und ne, scheiß Hartz-IVler. Keine Ahnung, solche Geschichten bekommen die dann tatsächlich von ihren Freunden. Auf der anderen Seite ist es ja so, wenn man zum Beispiel spielt, wenn man krank ist oder auch, weiß ich nicht, überhaupt generell in seiner Freizeit, abends, nachts, könnte eventuell der Chef das verfolgen, entweder der aktuelle oder vielleicht auch der zukünftige, dass der da einen Blick in Facebook wirft und sagt, ah, der Herr XY, der ist aber ganz schön lang am Raiden oder so in die Richtung. Das möchte man natürlich auch sehr vermeiden. Und mal ganz davon abgesehen, hat man ja überhaupt gar keine Möglichkeit, sein eigenes Profil an irgendwelche Geschichten anzupassen. Also, weiß nicht, das wäre auch echt, oder ist auch doof an Facebook, oder? Genauso wenig übrigens die Seiten. Also, ich weiß nicht, eine Gildenseite, eine vernünftige, kann halt auch eigentlich nur News da posten und Bilder. Mehr aber auch nicht. Klar, man könnte auch noch Videos posten, aber naja, das ist ja auch eher schlecht. Naja. Okay, also das war jetzt an Facebook bzw. sozialen Netzwerken. Kommen wir aber doch nochmal kurz auf unsere gute Frage zurück. Da gibt es auch Sachen, die mich jetzt so an diesem momentanen System, wenn ich das jetzt in Richtung Gaming beziehe hier, stören würden, weil ich glaube, so relevante Antworten auf so einer Plattform an sich zu finden, ist schon ein bisschen schwierig. Da müsste ich halt schon googeln. Wenn ich jetzt in irgendwelche Foren gehen würde, auf die ich dann stoße, dann muss ich halt 1000 Foren und ach, oh Gott, ey, das ist ja doch schon sehr, sehr schwierig, da überhaupt den Überblick zu behalten, dass ich diese ganzen Foren mir vernünftig anschauen kann. Aber eigentlich muss man ja sagen, so ein Frageprinzip haben wir hier auf Venue schon seit ein paar Jahren. Und zwar nennt sich das Fragvenien. Oder Ask the Class oder so, ne? Da könnt ihr halt Fragen stellen. Wir geben euch Antworten, zumindest von Leuten, die aus unserer Sicht da kompetent sind. Haben wir also schon so ein Fragesystem im Prinzip immer mal selber gehabt. Hat natürlich den doofen Nachteil, dass es nur zu bestimmten Zeitpunkten zur Verfügung steht, wenn man halt Fragen stellen kann. Ist natürlich auch irgendwie scheiße, muss man mal ganz klar sagen. Ja, machen wir mal weiter, würde ich sagen. Und zwar geht es darum, Mitspieler zu finden, beziehungsweise eine Gilde zu finden, Arena-Team, Rated-BG-Team, League of Legends-Partner und. Da gibt es unzählige Möglichkeiten, wo man tatsächlich mal gerne Mitspieler suchen möchte. Ja, es gibt natürlich als Gildenleiter, kann ich euch sagen, als Ex-Gildenleiter, gibt es schon immer sehr, sehr viele Bewerbungen. Die sind erstens alle total unterschiedlich, zweitens, selbst wenn man reinschreibt, was man an Bewerbungen haben will, teilweise wenig aussagekräftig, die Leute halten sich nicht daran und das nervt halt richtig. Auf der anderen Seite, wenn man sucht nach einer Gilde, ist es teilweise gar nicht so schwer, die zu finden oder so leicht, sie zu finden. Wenn man jetzt WoW Progress natürlich nimmt, ist eine coole Seite, tolle Sache. Ranking sicherlich die Nummer 1, was die aber auf jeden Fall eine Problematik haben. Klar kann man dann nach Semi und Hardcore etc. suchen, aber einige Sachen kann man dort halt doch wieder nicht einschränken. Daher ist das schon echt doof und man findet nicht unbedingt das, was man halt eigentlich finden wollte.
Ja, genau. Wenn man ja eine Gilde sucht, muss man dann wiederum auch noch weiter suchen. Was wollen die denn? Was suchen die denn? Wo muss ich denn überhaupt gucken, was sie suchen? Wo muss ich gucken, was die von mir wissen wollen? Wo muss ich mich überhaupt bewerben? Muss ich mich per E-Mail bewerben? Muss ich ins Forum was schreiben? Muss ich auf dem Kopf stehen und dabei Kumbaya singen? Ich weiß nicht, ne? Das ist halt schon sehr, sehr unübersichtlich an der Stelle. Das ist halt echt doof, wenn das halt alles direkt an WoW Progress gehen würde, wäre das irgendwie auf jeden Fall mal cooler. Ja, Kontakt zu netten Mitspielern geht übrigens teilweise auch verloren. Also wenn man das nochmal so sieht, das hat jetzt nichts mit der Mitspielersuche insofern zu tun, mit der aktuellen, mit neuen Mitspieler, sondern man verliert auch teilweise die alten Mitspieler, die man halt bei einem Serverwechsel verloren hat, nach einer längeren Spielpause und, und. Und ja, die findet man teilweise nicht mehr wieder, weil man vielleicht den realen Namen nicht kannte. Ne, dafür ist ja WoW halt auch ein bisschen ein Schutz für einen selber und das geht halt in sozialen Netzwerken nicht. Doof. Tja, dann, wenn wir jetzt mal abgehen von World of Warcraft zum Beispiel, gibt es natürlich Minecraft-Foren. In Minecraft-Foren kann ich vielleicht auch danach suchen, ob jemand mit dem Azeroth in Minecraft nachbaut. Das Problem ist aber auch hier, dass das echt nicht leicht ist, solche Leute zu finden und dass man da halt tatsächlich durchaus zu Problemen finden oder kommen kann, wenn man halt einfach hier Leute sucht oder darüber Leute sucht. Mensch, ihr seht schon, es sind so richtig viele Dinge, die mich einfach stören. Was mich nämlich auch noch stört, ist, nein, nicht YouTube an sich, keine Angst, YouTube finde ich cool, aber das Problem bei YouTube ist ja einfach, dass man Videos zu bestimmten Spielen, beziehungsweise Teilen von bestimmten Spielen, unter Umständen sehr, sehr schwierig finden kann. Denn bei YouTube kann man jetzt nicht einfach sagen, ich möchte also in irgendwie das Suchfeld eingeben, Schar der Angst, 10 Spieler, heroisch, Krieger, Tank. Kann man natürlich in die Suche eingeben, hintereinander weg. Aber da ist man darauf angewiesen, dass die Leute, die das eingestellt haben, das Video, das auch reinschreiben. Und ja, das macht halt nicht jeder, weil einfach da kein Bock, keine Lust. Ich weiß nicht. Das gibt halt da diverse Gründe, aus denen die Leute das sich reinschreiben. Das macht nun mal einfach nicht jeder. Das ist das Problem. Ein ähnliches Problem übrigens ist mir da aufgefallen bei Twitch. Twitch, eine super Sache. Die Streams sind geil, wesentlich besser als O3D, ohne Frage. Aber die Videos, klar, es gibt da zumindest Spiele aufgeteilt. Ich kann mir dann World of Warcraft-Spiele angucken, aber da bin ich auch darauf angewiesen, was steht im Titel. Und ändert jeder tatsächlich auch das, was im Titel steht, regelmäßig? Naja, da bin ich mir ja eher unsicher, ne? Und an der Stelle ist auf jeden Fall ja ein echtes Problem, wie ich finde. Man verpasst vielleicht auch teilweise Livestreams einfach, weil man das nicht überblicken kann. Doof. Finde ich echt doof. Der nächste Punkt, über den ich mich so ein bisschen ärgern möchte, möchte ich ja fast sagen, sind Gilden- und Clan-Webseiten. Ihr müsst euch mal vorstellen, diese Webseiten sind ja grundsätzlich vielleicht ganz gut und wirklich nett gemeint. Manchmal ist es aber auch ja, leider Gottes das Gegenteil von nett gemeint, weil die Leute es vielleicht einfach nicht können, solche Webseiten bauen. Ich zum Beispiel selber eine Webseite bauen, die sehe dann auch am Ende nicht wirklich toll aus. Und das Problem haben auch manche Gildenleute, die dann entweder keine eigene Webseite haben oder aber eine schlechte Webseite haben. Auf der anderen Seite kostet natürlich so eine Gilden-Webseite immer Geld, weil man muss die ja irgendwo hosten, irgendwer muss die immer bezahlen. Und wenn man es vielleicht auch geschenkt bekommt, dann geht es ja noch, wenn das ein Gildenmitglied macht. Aber dann geht das Gildenmitglied irgendwann und. Das ist halt alles durchaus problematisch. Außerdem finde ich, dass Foren eigentlich recht umständlich zur Kommunikation mittlerweile sind und fast nicht mehr zeitgemäß zur heutigen Zeit. Aber naja, das nur mal nebenbei erwähnt. Ja, was mich noch so stört im Leben, ist ja bei News zu spielen. Also wenn ich jetzt im Gaming-Bereich gucke, gibt es 1 Milliarde News-Seiten zu spielen. Ich selber betreibe einige davon. Hier zu MMORPGs ist eben Wenn in EU oder auf der anderen Seite Git Gaming, allgemeines Gaming ist bald Baron Buff. Tolle Seiten, ohne Frage. Das Problem ist, es gibt ganz viele tolle Seiten. Also was grundsätzlich kein Problem ist, weil es ist ja toll, dass es ganz viele tolle Seiten gibt, aber man kann nicht alle kennen. Das ist wiederum doof. Für die Seiten ist es doof, weil ich als Besucher nicht dahin komme. Und für mich ist es auch doof, weil ich eventuell Informationen verpasse. Ja, weil man vielleicht aber auch teilweise den Überblick verliert, verpasst man Informationen. Auch doof irgendwo, ne? Beides echt doof. Apropos Fansites, die machen ja auch teilweise Guides. Guides zu Spielen, Guides zu Klassen, in unserem Fall jetzt hier zum Beispiel. Tja,
Da haben wir dasselbe Problem. Teilweise findet man nicht sofort auf diesen Portalen, auf diesen Seiten, weil die ja doch schon irgendwo in Anführungsstrichen versteckt sind. Das Problem hatten wir bei uns auch, dass Leute gesagt haben, dass sie die nicht finden. Ich persönlich finde immer, die sind ganz leicht zu finden, aber naja, wenn man so eine Seite selber halt irgendwo ja, sich zumindest ausgedacht hat, dann denkt man das wahrscheinlich immer, aber Leute da draußen sehen das vielleicht dann doch ganz anders. Und so ist das durchaus öfter ein Problem. Tja, dann ist aber die nächste Frage noch, ja, auf welcher Seite findet man denn überhaupt gute Guides? Ja, sind die Guides denn wirklich gut, die ich da finde? Ist das immer ein toller Guide, den ich auf Venue finde, in Anführungsstrichen? Sind da auch schlechte dabei? Sind da alle gut, ne? Das ist halt so irgendwo ein bisschen die Frage, wie ich finde. Naja, gut, irgendwann ging dann halt auch nicht mehr. Da habe ich quasi den Kopf an der Stelle zugemacht und habe gemerkt, hey, ich habe ein neues Problem. Ich habe total viele Probleme gefunden, woraus ich theoretisch gesehen total viele Projekte machen kann. Wenn man das nochmal ganz kurz zusammenfassen, in Anführungsstrichen ganz kurz, haben wir einmal hier ein soziales Netzwerk für Spieler. Was halt so einige Fehler von Facebook nicht macht, wäre halt ganz cool. Dann ein Stay-Friends-Netzwerk für Spieler. Wäre auch cool. So könnte man Leute halt wiederfinden. Stay-Friends ist halt ja so eine Geschichte, wo man Leute aus der Schulzeit wiederfindet. Warum nicht auch für Spieler? Tja, Gilden- und Mitspielersuche hatte ich jetzt gerade schon gesagt, ist echt ein Problem, weil man teilweise schlechte Bewerbungen bekommt, weil man überhaupt nicht das findet, was man sucht. Und daher, das wäre auch eine coole Sache. Ich glaube, eine echt coole Seite, wenn man sowas machen würde. Tja, schicke und einfache kostenlose Websites für Gilden, Clans oder Gruppen, angepasst an die Bedürfnisse. Richtig, angepasst an die Bedürfnisse sind die teilweise nicht. Teilweise sind die auch überhaupt nicht schick. Teilweise muss man das trotzdem noch bezahlen, ist dann sau viel Werbeeinblendung etc. 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 Da müssen wir halt auch nochmal gucken, wie wir das so richtig machen, wenn wir so ein Projekt angehen würden. Ne? Also, ich bin nicht sicher. Ist das Projekt? Mal gucken. Ja, gut, weiter. Ein Frage- und Antwortsystem, also dass man halt auf Gaming ausgelegten Frage- und Antwortsystem macht. Hatte ich ja gerade schon gesagt, dass es schwierig ist, daran Leute zu binden. Na, vielleicht doch nicht so gute Idee. Eine Videoplattform, eine eigene Videoplattform, wo wir halt all diese Probleme, die man bei YouTube, wo sie halt auch Katzenvideos und ach, einige Videos, die ihr gar nicht wissen möchtet, hochladen. Wäre schon was. Genauso für Livestreams. Vielleicht mache ich dann doch lieber eine Livestream-Plattform. Ich weiß gar nicht. Oder aber eine zentrale Newsseite mit allen Neuigkeiten zu einem Spiel beziehungsweise einem Feed. Ja, also dass ich quasi die News von anderen Seiten in einem Feed einbinde, die Leute draufklicken, natürlich trotzdem auf die andere Seite kommen, wäre auch gar nicht so schlecht die Idee, oder? Genauso eine Guide-Datenbank, dass man halt eine Guide-Datenbank aufbaut, wo die Leute die Guides bewerten. Hat ja auch was. Tja. Jetzt bin ich noch immer, das sind alles irgendwie Projekte, die grundsätzlich ganz interessant klingen. Es sind aber 9 Projekte. Hallo, so viel Geld haben wir doch gar nicht. Teilweise gibt es die natürlich schon. Teilweise gibt es die ja, einfach in schlechter Aufmachung, beziehungsweise YouTube ist ja nicht so, dass man es in schlechter Aufmachung sehen kann, aber ist gar nicht darauf ausgelegt. Ja, genauso wenig wie Facebook. Facebook ist auch sicherlich nicht auf das Leben von Charakter Honigblume, von Server die Aldur ausgelegt, ne? Und auf der anderen Seite haben wir das so in der Form vielleicht teilweise auch noch gar nicht vorhanden. Tja, also sind alles irgendwie dabei. Da ist jetzt die Frage, für welches dieser Projekte gibt man denn Geld aus? Welches dieser Projekte finanziert man? Was macht man da? Das ist doch jetzt die wirkliche Frage. Oder machen wir was ganz anderes? Tja, unsere Idee war, also wir haben tatsächlich eine Lösung. Unsere Lösung ist, wir machen alle diese Sachen in einem Projekt. Ein Projekt. Nicht 9, sondern ein Projekt. Ja, also wir sprechen nicht von 9 Projekten, sondern wir sprechen von einem Projekt. Unsere Lösung nennen wir, und da muss ich jetzt vorher sagen, dass das Ganze kein Logo ist, was fertig ist. Das ist jetzt eine Lösung, ja, die ich euch hier so präsentiere. Und zwar heißt das Ganze Heroes. Ja? Heroes.com, EU.de. Diese 3 Domains haben wir uns gesichert. Sieht so schon ganz cool aus, wie das letztlich aussehen wird und das Logo aussehen wird. Wir werden es euch zeigen. Ich finde es so schon ganz cool. Und der Name ist auch kurz, prägnant, nicht schwer zu schreiben, wie ich finde. Ist halt ein Z am Ende, aber das lässt sich ja noch schnell zu sagen. Ja, das ist unsere Lösung, das ist unser Projekt. Aber natürlich möchte ich euch noch mehr dazu zeigen, ist ja klar. Denn dieses Projekt, wie ihr euch vorstellen könnt, hat viele Features. Wir wollen sie euch mal vorstellen. Wir haben uns dafür gedacht, was für
Säulen, auf was für Säulen wollen wir das Ganze aufbauen? Die erste Säule ist natürlich ganz klar der Spieler. Dieser Spieler ist halt einfach das, auf dem wir alles aufbauen, diese physische Person, dieser Mensch, der davor sitzt und spielt. Allerdings wollen wir den Spielern auf jeden Fall, um das schon mal vorwegzuschicken, die Möglichkeit geben, sich mit einem Pseudonym anzumelden. Also ein Spieler nennt sich zum Beispiel mit meisten Charakteren Venian oder so, in meinem Fall, ja. Damit würde ich mich jetzt anmelden, denke mir vielleicht sogar noch einen Nachnamen aus, wie ich das halt so möchte, oder halt auch nicht. Muss man dann halt gucken, ist der Name noch verfügbar und und. So, dieser Spieler hat noch ganz viele unterschiedliche Charaktere. Charaktere, daher ein weiterer Feld. Ne? Weil ein Spieler kann natürlich mehrere Charaktere haben. Zum Beispiel hat er mal in WoW gespielt, spielt den Charakter aber gar nicht mehr, spielt jetzt ein anderes Game etc. oder spielt mehrere Spiele gleichzeitig. Daher, ein Spieler kann mehrere Charaktere haben, ganz klar. Dann gehört ein Spieler mit seinen Charakteren zu Gruppierungen. Diese Gruppierungen können alles sein. Gilden in WoW, Clans in irgendwelchen Shootern, Fünfergruppen in LOL und. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und der vierte Punkt, wahrscheinlich der wichtigste Punkt, deswegen steht er auch unten und trägt das Ganze, sind die Games an sich. Die Spiele sind ja das, auf dem wir hier aufbauen. Daher natürlich einer der vier großen Punkte. Tja, die schieben wir mal links zur Seite und gucken uns doch jetzt einfach mal die Features des Spielers an. Erstmal wird er ein Profil haben, ganz klar. Wenn wir so eine Geschichte machen, wollen wir natürlich dem Spieler ein Profil geben, in dem er Daten über sich eintragen kann, diese Daten natürlich auch entsprechend schützen kann, wenn er das will, aber er muss sowieso keine echten Daten angeben. Wir bestehen hier ganz klar nicht auf Klarnamen, sondern gerne Pseudonyme, hinter die ihr euch ja, ne, als Spieler eben maskieren wollt. Das ist uns nur recht. Wir haben damit kein Problem. Ihr könnt natürlich auch Freunde haben, andere Spieler. Ihr könnt alte Freunde vielleicht wiederfinden, weil ihr einen Charakter findet von denen und sagt, hey, diesen Charakter, der auf dem Server mal gespielt hat, den kenne ich doch. Oder aber ihr legt einen Kalender an für euch. Der Kalender denkt jetzt, oh, langweilig. Naja, in den Kalender können zum Beispiel dann Livestreams, die ihr gerne schaut, reinkommen oder irgendwelche anderen Geschichten. Ne? Also der Kalender ist sehr, sehr ab oder anders als jetzt so ein normaler Kalender. Es ist halt kein Kalender wie in der Tasche, wo ihr euch eure Termine eintragt, sondern da geht es tatsächlich darum, dass ihr zum Beispiel irgendjemanden abonniert, der regelmäßig streamt und wenn der halt sagt, ich streame dann und dann, dann würde das in eurem Kalender auftauchen. Ja. Nachrichten natürlich, senden und empfangen. Natürlich muss man Nachrichten als Spieler senden können. Und ihr habt ein eigenes Dashboard. Das Dashboard ist das, was wir euch schon gezeigt haben, ist der verpixelte Screenshot. Den zeige ich euch jetzt mal nicht verpixelt. Ihr seht schon, das Ganze hat oben ein Logo oben links und dann geht es eben in einige Hauptpunkte, Charaktere, Gilden, Spiele, Recruiting und Fragen. Dann gibt es ein Suchefeld logischerweise, Nachrichtenfeld, Einstellungen und eben ein Dropdown-Menü. Hier sehen wir jetzt, dass der Mark angemeldet sind. Darunter sind so ein paar Blankgeschichten für halt Werbung, aus denen sich das Ganze ja später finanziert wird. Und dann haben wir unten links so das Dashboard. Das kennt ihr auch aus einem normalen Social Network ohne Frage. In diesem Dashboard würde aber all das angezeigt, was ihr gerne möchtet, was ihr halt dort sehen wollt. Zum Beispiel Informationen zu einem Spiel. Ja? Wenn ihr jetzt euch bei einem Spiel, das sagte ich ja gerade, ein eigenes Magazin erstellen wollt, könnt ihr das machen. Geht ihr halt auf Spiele, sagt, ich möchte World of Warcraft als Spiel auf jeden Fall finde ich interessant. Und dann möchte ich die und die und die Fansite oder alle Fansites, wie ihr das halt wollt, und diesen Tracker, diese Informationen möchte ich haben. Die würden euch dann hier in diesem Dashboard angezeigt werden. Natürlich auch Sachen von Freunden, von Gruppierungen etc. All das würde in diesem Dashboard landen. In dieser kleinen Spalte daneben, wo jetzt momentan ganz viele Items sind. Da sollen natürlich nicht nur Items kommen, sondern es sind so kleinere Events, die halt dort reingepackt werden. Im Moment sind da halt Items, weil die halt sehr gut Copy und Paste, also zu kopieren waren, ne? Mehr nicht. Alles andere ist da halt einfach noch nicht drin. Also da werden wir natürlich auch noch mal schauen und natürlich auch noch mal der Hinweis, dass hier ein ganz früher Stadion des Ganzen. Wir sind da noch lange nicht mit fertig. Das dauert schon noch ein bisschen. Danach haben wir die Freunde
Freunde, darunter noch ein paar Profile etc. Also ihr seht das schon, da gibt es natürlich eine Menge Ähnlichkeiten zu einigen Sachen, die ihr schon kennt, aber halt auch sehr spezielle Geschichten, die ihr so von anderen, also jetzt wo wir ja gerade beim sozialen Netzwerk sind, die ihr so halt nicht kennt. Wir machen weiter mit den Features. Ihr habt Charaktere. Wir wollen jetzt hier mal auf einen WoW-Charakter exemplarisch eingehen und schauen uns an, was bieten wir für einen WoW-Charakter. Für einen WoW-Charakter würden wir zum Beispiel ein Armory-Profil auslesen. Dieses Armory-Profil würden wir einlesen bei uns. Und anders jetzt als das von Blizzard, könnt ihr dieses Armory-Profil bearbeiten. Also ich finde ja, dieses Armory-Profil an sich ist schon sehr schick. Das ist schon toll, das hat Blizzard echt gut gemacht, da könnten sich andere Leute echt mal was von abschneiden. Die Problematik, die aber da ist, dass man das nicht bearbeiten kann. Ja, wenn man es bearbeiten könnte, wäre das halt schon nicht schlecht. Das wäre schon besser, man könnte halt da einfach noch ein bisschen besser dran arbeiten. Deswegen geben wir euch die Möglichkeit mit unter anderem diesen Punkten. Ihr könnt dem Charakter Höhepunkte im Leben verteilen. Also, dass ihr zum Beispiel halt sagt, dann und dann ist das passiert, etc. Ne? Ich habe da den Boss gelegt und bin da Level 90 geworden, etc. So, dass man halt so ein bisschen für sich auch so einen kleinen Höhepunkt dieses einzelnen Charakters sehen kann. Natürlich mit Galerie, also Bilder, Screenshots hochladen, Livestream, Videos. Ganz, ganz wichtige Sache. Heute auf jeden Fall bei raidenden Leuten ist natürlich auch ein World of Log-Statistiken, dass man die vielleicht mit einbringen kann. Das könnt ihr im Moment zu einem Charakter hinzufügen. World of Warcraft. Bei anderen Spielen müsste das natürlich was anderes sein. Da gibt es dann diverse andere Geschichten. Ja, das ist ja ganz klar. Gerade bei WoW wird uns das halt sehr einfach gemacht durch das Einlesen des Armory-Profils, mit dem man dann halt weiterarbeiten kann. Ja, die Gruppierungen sind unser nächstes Thema. Auch hier gibt es bei WoW-Gilden auf jeden Fall eine Armory-Anbindung, sodass ihr zum Beispiel euer Rooster komplett einlesen könnt. Das würde dann beispielsweise so aussehen. Da haben wir ein Bild davon. Da haben wir jetzt hier ein Gildenprofil, da sehen wir es. Und drunten ist dann direkt das Rooster. Man sieht, die ganzen Mitglieder ist natürlich jetzt hier auch alles teilweise copy-pasted, nicht irritiert sein. Ne? Und so würde das dann dort aussehen nach dem jetzigen Stand. Sehr früher Stand, das ist hier ja nur ein Mockup eines frühen Designs. Tja. Erfolge. Gibt es natürlich auch. So eine Gilde zum Beispiel, wenn sie raidet. Wollen wir euch jetzt hier mal exemplarisch darstellen. Wie würde das aussehen? So würden zum Beispiel die Seiten der Gilde aussehen, wenn sie raidet. Man würde da halt sehen, wo ist sie im Content. Würde auch oben auf den ersten Blick sehen, an welcher Stelle sie da stehen. Es wird dazu auf jeden Fall nochmal eine World Rank Geschichte geben und eine German Rank Geschichte etc. Aber da könnt ihr jetzt halt so ein bisschen was sehen, was hat die Gilde für Erfolge geschaffen. Weiter geht's mit einer Galerie natürlich. Livestreams, Videos. Exemplarisch möchte ich euch jetzt hier mal die Livestreams zeigen. Da sehen wir zum Beispiel bei den Livestreams, wie das Ganze aussehen würde. Natürlich, wenn wir keine eigenen Livestream-Servers machen, sondern wir werden an dieser Stelle halt hier die Livestreams von Twitch anbieten. Da würde man dann den Charakter anbieten, sodass man auch später über die Suche nach diesem Charakter das dann suchen kann und so weiter. Ähnlich halt wie zum Beispiel auch bei dem Charakter selber, kann man ja auch so einen Livestream mit anbieten. Dann benötigt man natürlich für die Ansicht dieser Seite ein unterschiedliches Rechtesystem. Gäste sollen die ganz normale Ansicht haben, wie jeder andere auch. Mitglieder sollen vielleicht noch wieder ein bisschen mehr sehen, irgendwelche Mitgliedernachrichten, die zum Beispiel besagen, wann der Raid ist, was sie mitbringen sollen. Offiziere kriegen noch wieder eine andere Geschichte. Daher haben wir hier ein unterschiedliches Rechtesystem, was sich im Übrigen schon aus der Armory auch herausliest. Also all das können wir natürlich sehen. Wer ist Mitglied, wer ist Gast und so weiter und so fort. Wem ist vielleicht noch ein Charakter zugeteilt. Das ist also recht einfach, sodass man auch als Gilde nicht extra jemanden adden muss mit den Rechten, sondern die Rechte halt hier auf jeden Fall vergeben hat. Automatisch, wenn man sie auch in der im Spiel vergeben hat, bei WoW. Jetzt natürlich immer vorausgesetzt, bei anderen Spielen kann man sie natürlich selber vergeben, beziehungsweise auch bei WoW kann man sie selber vergeben.
Eines der wichtigsten Dinge wird mit Sicherheit die Bewerbungsgeschichte sein, die Recruitment-Geschichte. Diese Idee habe ich tatsächlich jetzt schon seit knapp 2,5 Jahren, weil mich das bei Vue Progress, wie ich gerade schon gesagt habe, sehr, sehr gestört hat. Weil mich das als Gildenleiter einfach sehr, sehr gestört hat, dass die Geschichten immer wieder anders aussehen. Und meine Hoffnung ist an der Stelle, dass man durch ein Formular, was auf der Gildenseite hier zum Beispiel angegeben ist, dass man das dort ändern kann, dass man halt wirklich angeben kann, hey, ihr müsst das und das und das angeben. Als Gilde kann man das übrigens auch anpassen, dass man halt sagen kann, hey, also diese Informationen, die ihr da vorgegeben habt, die interessieren uns nicht. Oder aber wir brauchen noch die und die Informationen, sodass ihr ein Freifeld hinzubestimmen könnt. Das ist kein Problem. Wenn man die Bewerbung dann abgeschickt hat, kann man als User, der sie abgeschickt hat, natürlich auch einen Status einsehen. Sodass man sehen kann, hey, die ist gerade in Bearbeitung, die ist schon abgelehnt oder ne, solche Geschichten. Als Gilde kann man über so eine Bewerbung auch abstimmen. Ich weiß, dass zum Beispiel einige Gilden über ihre Bewerbung ganz basisdemokratisch abstimmen, dass sie halt sagen, die ist so, ne, oder ich halte davon gar nichts, ich finde die total gut, den müssen wir unbedingt aufnehmen. Man kann natürlich Kommentare auch zu seinen oder zu dieser Bewerbung adden und so weiter. Das kann man halt wirklich machen und noch ein bisschen mehr. Darüber werden wir noch in den kommenden Wochen mit Sicherheit einiges berichten. Das ist, denke ich, ein echtes, geiles, richtig gutes Feature. Beim Status kann man zum Beispiel auch direkt in den Kalender einen Termin eintragen. Solche Geschichten gehen da halt wirklich gut. Ja, interne Ankündigungen könnt ihr, wie gesagt, für Gildenmitglieder machen. Wollen wir uns doch noch mal ganz kurz das Gilden-Dashboard anschauen. So würde das für News aussehen. Und da kann man dann halt auch wirklich festlegen, dass zum Beispiel die obere Lorem Ipsum News sieht man als Mitglied nur und die untere sieht jeder oder so, ne? Die untere ist dann zum Beispiel die Nachricht über den letzten First Kill. Die obere ist, bringt bitte alle Flasks mit zum heutigen Raid, so in die Richtung, ja. All das kann man natürlich auch umändern auf andere Spiele, das ist überhaupt kein Problem. Hier jetzt nur sehr, damit ihr wir das irgendwie verständlich machen können, an dem Beispiel World of Warcraft, gerade weil wir auch eine Community haben, die sich sehr stark an World of Warcraft orientiert. Games, da waren wir doch auch gerade. Ja, Games, wichtiger Bestandteil, natürlich. Und ich habe euch gesagt, ich finde es total nervig, dass mir vielleicht was entgeht. Das ist mit Sicherheit, geht das anderen auch so. Es gibt einfach total viele gute Fansites da draußen, die total guten Content haben. Neben uns natürlich gibt es ja noch ganz viele Alvatar, es gibt Buffed, es gibt Gamona, es gibt WoW-Check und was weiß ich, was für deutsche Seiten es noch gibt. Ehrenfeste und hast du nicht gesehen. All diese Seiten haben total guten Content und ihr verpasst ihn eventuell. Und deswegen wollen wir diesen Content für euch tracken, sodass ihr dann, also wir den dann natürlich aber nicht bei uns auf der Seite wiedergeben, sondern wenn ihr draufklickt, kommt ihr natürlich zu dieser Seite und seht dann dort den Content natürlich. Das ist ganz klar. Also wir klauen jetzt nicht den Seiten ihre News, sondern wir werden nur Links und Überschriften etc. wie auch in einem RSS-Feed anbieten, aber für euch halt gesammelt und für euch als schönes Zusammenstellung. Ihr könnt dann auch sagen, die ein oder andere Seite will ich nicht mit drin haben. Wenn in die EU, da gehe ich sowieso so drauf oder den mag ich nicht, wie auch immer. Ich will nur die anderen Seiten haben. Das könnt ihr natürlich auch machen. Ja, genauso Blue Tracker übrigens, den könnt ihr auch abonnieren oder nicht abonnieren. Bei WoW natürlich jetzt auch hier, ne, alles noch sehr auf das Beispiel WoW ausgelegt. Bei LOL gibt es natürlich auch Fansites etc. etc. Tja, dann haben wir noch Videos, Livestreams nach Klasse und instanzsortierbar gemacht. Das hatte ich ja gerade gesagt als sehr großer Nachteil von Twitch und YouTube. Und natürlich wollen wir gegen diesen Nachteil was machen. Deswegen wollen wir Videos und Livestreams sortieren lassen. Nach Klasse, Instanz, ganz vielen anderen Sachen. Kleinen Faktoren, die wir da uns ausgesucht haben. Wenn wir schon all die Informationen über Spieler, Charaktere, Gilden und so weiter und so fort sammeln, dann können wir das Ganze natürlich auch bei World of Warcraft, PvE, wieder in einem Ranking-System nutzen und werden das natürlich auch machen, dass wir halt ein Ranking-System im Raid Progress nutzen, beziehungsweise sofern es uns bei anderen Spielen möglich ist, auch dort.
Tja, Guides sind doch auch interessant, hatten wir gesagt. Und eine Guide-Sammlung mit der Möglichkeit, die zu bewerten, ist natürlich auch toll. Dann sieht man, welche Guides sind richtig gut. Die Leute von Fansite XY, die machen richtig gute Guides und so weiter und so fort. Wir haben ein Beispiel. Das sind natürlich jetzt nur, wenn ihr in EU-Guides verlinkt, die es teilweise auch gar nicht gibt, weil wir haben keine Guides, die als Titel haben, Titel des ganz tollen Guides oder so, aber so würde das aussehen. Es gibt halt eine Bewertung dabei, es gibt halt die Informationen. Wenn ihr dann draufklickt, kommt ihr zu der Seite und habt nebenbei aber immer noch die Möglichkeit, den Guide dann hinterher zu bewerten, sodass ihr dann auch anderen Leuten mitteilen könnt, hey, der war gut, oder aber natürlich den Leuten auf der jeweiligen Website, von der ihr den Guide habt, die Nachricht zu hinterlassen, dass das ein guter Guide war, den sie da gemacht haben. Ja, das also die Guide-Sammlung mit der Möglichkeit, das Ganze zu bewerten. Ja, wir hatten eingangs ja schon besprochen über das Gerücht mit dem Frage- und Antwortsystem. Das wollen wir auch tatsächlich reinbringen, also dass ihr halt tatsächlich Fragen stellen könnt und dazu Antworten erhalten könnt. Würde ungefähr so aussehen, ist unser erster Vorschlag. Natürlich gibt es auch die Fragen, die Marc hier so nett mit. Ich habe eine total einfache Frage, die Google mit dem ersten Eintrag beantwortet, aber es gibt natürlich auch schwierigere Fragen, all die könnt ihr da halt einfach stellen. Und auch da wieder bewerten und so weiter und so fort. Und da hoffentlich Leute finden, die Bock haben, euch die Antwort zu geben. Und da könnt ihr natürlich auch wieder suchen nach speziellen Spielen sowieso. Ihr seht, hier sind wir jetzt in den Fragen zu World of Warcraft. Aber dann könnt ihr natürlich euch auch da noch wieder Kategorien für suchen. Zum Beispiel bei WoW würde man dann halt eine Klasse sich aussuchen, eine bestimmte, oder aber eine Instanz, ein Boss. Ne? In solche kleinen Schritte geht das dann auf jeden Fall noch runter. Tja, also das Frage- und Antwortsystem zu spielen halten, ist dann noch unser letzter Baustein im Moment für die Games. Fassen wir es nochmal zusammen. Also, wir haben nicht ein Projekt, sondern im Prinzip neun Projekte, die wir zu einem einzigen gemacht haben. Deswegen brauchen wir auch überhaupt dieses ganze Geld. Ich denke, ihr habt jetzt mittlerweile gemerkt, das Ganze ist ein bisschen größer geworden als ja, viele das zu Anfang von uns gedacht haben und viele sich das vielleicht auch vorgestellt haben. Wir machen halt da jetzt schon ein bisschen was, was echt viel Arbeit erfordert, um das zu programmieren. Das Ganze wird wirklich lange dauern und ich glaube sogar, dass wir letztlich über die Summe kommen werden, die wir oder die ich euch bisher gesagt habe. Da wird mit Sicherheit noch ein bisschen was mehr anfallen. Das Gute daran ist aber auch, dass wir, wenn das Ganze gut ankommt, einfach nachträglich ganz viele Funktionen einbauen können. Also da werden uns wahrscheinlich über die Jahre immer wieder neue interessante Ideen kommen und vielleicht auch von euch coole Vorschläge kommen und ja, somit da halt Sachen zusammenkommen. Tja, jetzt ist natürlich an der Zeit, dass ihr auch Fragen stellen könnt. Denn man muss sagen, dass alles, was ihr gesehen habt, nicht final ist bisher. Bisher sind die ganzen Sachen noch nicht fertig. Das bedeutet also, wir sind in der Entwicklung, wir sind ja darauf angewiesen auf jeden Fall, dass ihr da draußen uns Hinweise gibt, wie ihr was findet oder vielleicht sogar Vorschläge macht, wie etwas sein könnte. Und dadurch ist einfach hier Feedback ganz, ganz wichtig. Wir werden ja Alpha- und Beta-Phasen machen, bei denen ihr uns natürlich auch noch helfen könnt und bei denen wir dann Sachen verbessern werden, bei denen wir vielleicht noch neue Sachen dazu machen werden, Sachen rausschmeißen, all sowas. Das ist halt jetzt der Punkt, an dem wir uns befinden. Das Ganze ist gestartet von, also die Arbeit daran, das habt ihr jetzt ja gemerkt. Wir haben Anfang Februar damit angefangen. Wir sind ja auch im Moment noch dabei, Spenden zu sammeln, wie ihr seht, ne? Ja, wir sind noch dabei, Spenden zu sammeln. Und ich bin auf jeden Fall überzeugt von diesem Projekt. Ich weiß, dass einige Leute sagen werden, das Ganze ist an einigen Stellen vielleicht schon da und wir werden da keine Chance haben. Ja, das kann alles sein. Wir werden es aber versuchen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr es mit uns versucht. Und ich kann euch sagen, das hat mir schon. Ich bin so aufgeregt wie noch nie, wenn ich an dieses Projekt denke, weil natürlich da zum einen sehr viel Geld mit zusammenhängt, auf der anderen Seite aber ist halt einfach ein
tolles Projekt, eine tolle Möglichkeit, da was zu entwickeln. Und ich glaube, das macht Spaß. Das macht Spaß, das mit euch zu machen. Und ja, ich bin absolut geflasht über die Beteiligung bisher. Ich kann natürlich nur hoffen, dass allen Spendern das Ganze gefallen wird und dass da niemand enttäuscht sein wird. Ich persönlich bin es definitiv nicht. Bisher ist da ja alles super gelaufen. Ich bin wahnsinnig, selbst wenn wir bei dieser Summe bleiben sollten, ist das schon eine krasse Sache und danke euch. Und ich hoffe, allen Spendern gefällt das, was ihr hier gesehen habt. Und wir sind auf jeden Fall auf euer Feedback angewiesen. Das sage ich nicht einfach nur so, sondern schickt uns euer Feedback. Schickt es uns als Comment unter dieses YouTube-Video. In den Livestream-Chat wird es ein bisschen untergehen, aber da könnt ihr auch gleich noch Fragen stellen. Ihr könnt das in die News auf VeninEU oder per E-Mail an venien@veninEU. Ist ja relativ simpel. Da könnt ihr Sachen schicken. Schickt sie uns einfach. Heroes wird hoffentlich ein geiles Projekt und ich freue mich auf jeden Fall drauf und ich hoffe, ihr euch auch. Danke fürs Zuhören, danke fürs Ertragen und ich sage bis zum nächsten Mal, euer Venien.